Nicht immer ziehen sie so ruhig ihre Bahnen im Olantis. An heißen Tagen drängen sich hier bis zu 5000 Besucher. Dann wird's eng im Freibad und die Stimmung wird gereizter. Und dann kann's gefährlich werden, auch für die Schwimmmeister. In ihrem 20-köpfigen Team fehlen seit letzter Woche zwei Kollegen, krankgeschrieben, mit Nasenbeinbruch und Jochbeinprellung. Ein Streit mit zwei deutschen Badegästen eskalierte, die beiden Täter entkamen unerkannt. Wir schauen natürlich auch über den Tellerrand hinaus. Wir sehen, was in den großen Städten passiert, Düsseldorf, Berlin. Und klar haben wir das zum Anlass genommen, zu sagen, wir erhöhen natürlich jetzt auch unsere Sicherheitskräfte, die uns jetzt hier im Landesfreibad unterstützen. Wir haben sie jetzt inzwischen mehr als verdoppelt. Die Sicherheit in Freibädern. Ein Thema, das derzeit unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Ich bin fast jeden Tag im Freibad und ich fühle mich total sicher. Ich bin hier ziemlich Dauergast, also ich gehe zweimal die Woche regelmäßig schwimmen. Also ich muss sagen, also ich habe hier Gott sei Dank bisher keine Zwischenfälle erlebt. Ich kann nur sagen, ich komme aus Düsseldorf und habe natürlich die Berichterstattung mitbekommen und war einfach echt geschockt. Das ist das Freibad, wo mein Sohn auch einen Schwimmkurs hat. Der Stress am Beckenrand nimmt zu, auch hier im Olantis. Ortswechsel. Ins Freibad Wievielstede, rund 20 Kilometer von Oldenburg entfernt. Mario Schäffer ist Vorsitzender des Niedersächsischen Schwimmmeisterverbandes. Er hat sich bei seinen Kollegen im Land mal umgehört und alle beklagen sie das Gleiche. Der Respekt vor Menschen, die in diesen Bereichen tätig sind, für Ordnung sorgen, der ist schon sehr gesunken. Und das erleben wir ja nicht nur bei den Schwimmmeistern, das erleben wir auch bei Polizei, Feuerwehr, Rettungskräften, die in den Einsätzen dann oft auch schon mit gewaltbereiten Personen zu tun hatten. Längst gehört ein Deeskalationstraining auch zur Ausbildung der Schwimmmeister in Niedersachsen. Aber immer häufiger ist es mit guten Worten allein nicht getan. So jedenfalls die Erfahrung von Svenja Zorwellen aus dem Olantis. Wenn ich sowas hätte, würde ich immer den Sicherheitsdienst dazu rufen, den wir hier ja haben, zur Unterstützung für uns. Weil alleine sind die Situationen manchmal gar nicht machbar. Also das geht gar nicht. Die Sicherheitskräfte, die kommen in Oldenburg zum Teil auch aus Syrien. Sie können bei Bedarf dolmetschen, wenn es Probleme mit Migranten gibt. Wir können aber ganz klar sagen, dass es im Moment in unseren Freibädern insgesamt keine Tendenz gibt, dass es hier einen Anstieg an Konflikten mit Migrationshintergrund gibt. Und wenn inzwischen mehr Wachpersonal im Oldenburger Freibad unterwegs ist, hier sind sich die Verantwortlichen ziemlich sicher, dass Attacken wie in der vergangenen Woche die Ausnahme bleiben werden.